Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Tone Run. Und ja, ich habe es noch mal ein paar Mal aufs Spiel versucht, hier rüber zu kommen, aber das geht leider nicht. Ich glaube, da brauchen wir erst die letzte Fähigkeit. Oder wir kommen da gar nicht rüber. Ich hoffe mal Ersteres, weil da ist nicht umsonst noch die Kiste. Das wäre nämlich eine ziemliche Faulheit von den Programmierern, die Kiste da nicht rauszunehmen. Und ja, ich bin dieses rechts-3-Problem losgeworden. Sowas mit dem Let's Play zu haben, ist sehr nervig. Aber zum Glück hat es nur gerade an der einen Stelle, an der es nicht so wichtig war, Faxi gemacht. So, wir töten noch ein bisschen Viehzeug, dass wir Level 20 erreichen. Weil, wie ich ja bereits sagte, für den nächsten Zwischenboss sollten wir dieses Level haben. Als Velika war das ja kischgeil, dessen Kampf wir haushoch verloren haben. Aber als Troll haben wir einen anderen Gegner dort. Wir haben ja, wie man gemerkt hat, allgemein andere Zwischengegner. Ein Panakia haben wir zurzeit keinen leider. So, gucken wir mal, dass wir nochmal kurz hier ein paar Gegner töten. Einfach nur für das Level ab. Genau. So, dann können wir uns gleich hinporten. Hier hin. Speichern. Und den Weg weitergehen. So, wieder eine kleine Zwischensequenz. Also es ist wahr, du hast überlebt. Ja, da ist Fina. Genau. Dank den Göttern. Sie ist ja selber eigentlich eine. Ich kann gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, zu sehen, dass du in Ordnung bist. Ich war sehr besorgt, dass es dir nicht gut geht. Aber ich fühle mich etwas schlecht, dass ich die Erste bin, die dich gefunden hat. Rhea wäre überglücklich, denke ich. Fina, Göttin Fina. Du siehst mich in dieser verdrehten Form und sagst trotzdem nichts. Darf ich davon ausgehen, dass du deine eigene Meinung über mich ziehen tust? Mehr oder weniger. Du hast deine Facette der dämonischen Kraft angenommen, nicht? Natürlich. Und nicht nur, dass ich die Kraft akzeptiert habe, ich habe mich auch noch dafür entschieden, die Konsequenzen zu akzeptieren, die damit kommen. Ich bin ein Mitglied der Darklings. Ich bin jetzt ein Mitglied der Darklings. Ein Feind für Ys. Ich giere nach Kämpfen. Und mein Ziel ist es, diesen Hunger zu stillen, indem ich dich und Rhea fange. Kurz gefasst, dieses Wiedersehen wird keinen glücklichen Ausgang für dich haben. Also es sieht so aus, als hätte Rhea im Augenblick die schwarze Perle. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Sie wurde nicht gefangen genommen. Das ist alles, was ich sagen kann.
aber ihr Aufenthaltsort kenne ich nicht. Wie unvorteilhaft. Aber wie ist es, bist du hier? Und ich habe nicht die... Und ich habe nicht die Absicht, dich vorbeizulassen. Wirst du friedlich mitkommen? Toll. Es sieht so aus, als wäre ich ein bisschen zu spät für die Party. Ja, da mischt sich Zava wieder ein. Zava, was tust du hier? Die grundlegenden Vorbereitungen für das Ritual sind komplett. Also dachte ich, ich nutze die Möglichkeit, nach dir zu schauen. Wäre ich nur ein bisschen früher hier gewesen, wäre ich in der Lage gewesen, diese Trophäe für mich selber zu beanspruchen. So eine Schande. Sehr schade. Du musst Lady Fina sein. Es ist mir eine Ehre, dich, eine Freude, dich kennenzulernen. Und ich wünschte, dass Lady Rhea und die schwarze Perle zu uns stoßen könnten. Wie auch immer. Nun sag mir, wo sind sie? Ich bin mir sicher, du weißt es. Dann auf deine Art. Lord Dallas wird sehr gründlich sein in seinem Verhör. Wenn ich du wäre, würde ich uns sagen, was wir wissen wollen jetzt. Es wird dir eine Menge schlechter Gefühle ersparen. Sie wird kein einziges Wort zu Leuten wie euch sagen. Vater Shion. Genau. Du, warum ist dein Akolyt von deinem Stand so weit in den Tod vorgedrungen? Nachdem ich den Bericht von Cardenas Team gehört habe, habe ich gedacht, es wäre das Beste, wenn ich selber auftauche. Aber ich muss zugeben, es ist nicht das, was ich erwartet habe zu finden. So. Ich spüre eine große Menge an magischer Kraft von dem da. Aber sie ist so ekelhaft rein. Kein Charakter, keine Persönlichkeit, nur Geschäftliches. Er ist der Oberpriester vom Solomon-Schrein und ein Benutzer der heiligen Magie. Du kannst sagen, er ist das genaue Gegenteil von dir und deinen magischen Fähigkeiten. Also ist er so steif, wie er aussieht. Armer Teufel. Ich habe sehr viele Fragen an dich. Aber Lady Finas Sicherheit kommt zuerst. Wirst du sie uns freiwillig übergeben? Was ist, wenn ich sage, dass ich es nicht kann? Ich denke, du weißt die Antwort darüber sehr wohl. Wir haben keine andere Wahl, als ihre Sicherheit durch den Kampf zu gewährleisten. Klingt interessant. Ich liebe es, ein paar Runden mit einem Oberpriester zu kämpfen. Ich
denke, es wird eine gute Übung sein. Soweit ich das verstehe, müsste deine Kraft nur von den 6 Priestern übertroffen werden. Sonst würdest du niemals seinen Titel tragen. Schmeicheleien, die bringen dich nirgendwo hin. Ich versichere dir, meine Stärke ist nicht mit ihrer zu vergleichen. Aber es sollte ausreichen. Und ja, jetzt müssen wir gegen Shion kämpfen. Das dürfte um einiges schwieriger werden als gegen alle anderen Gegner. Das ist, glaube ich, der schwierigste Mini-Boss-Fight im gesamten Spiel. Auch wenn Shion gerade noch nicht besonders viel macht. Wir können ihn schon mal wenigstens wegboxen. Und jetzt benutzt er seine böse Blitze. Und gibt sich wieder woanders hin. Aber sobald wir beide von ihm getroffen werden, ist das ziemlich hart. Deswegen sollten wir aufpassen. Oh, jetzt macht er die da. Die sind noch böser. Wir sind schon fast tot, merke ich gerade. Und jetzt haben wir aus Versehen den Boost aktiviert. Ja gut, erster Versuch dürfte nichts werden gegen ihn. Auch wenn wir ihn schon ziemlich weit runtergeprügelt haben. Oh. Aua. Und das hat uns erwischt. Aber direkt in den Reinfäschen ist keine gute Idee, uns gleich zweimal treffen lassen. Das war eher die bessere Idee, oder? Das haut uns auch noch vor uns ab, der Feigling. Aua. So, jetzt kommt er mit seinen Gewittern. Ja, jetzt schießt er wieder die auf uns ab. Au. Und da hat er uns erwischt, weil uns seine Blitze tot geblitzt haben. Okay, den können wir noch leicht ausweichen. Das war die falsche Fähigkeit. Da macht er jetzt schon Blitze. Also ja, Shion darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Ah, jetzt schießt er mit denen. Und schummelt. Gehst du her? Aber jetzt macht er den. So, dem kann man am besten, glaube ich, so ausweichen. Okay, jetzt macht er die bösen Deals. Sein Schild wird auch stärker. Wir haben nur 6 Trefferpunkte. Okay, wenn wir jetzt uns nicht treffen lassen. Oh. So, genau, kriegen wir ihn auch noch. Oh.
Ja, wir haben Shion besiegt, aber ich würde sagen, die Sequenz gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis gleich.